Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Bildet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, wir sind mitten in der Nacht. Es ist kurz vor Feierabend sozusagen. Aber wir haben diese Folge noch Zeit, um eben jetzt hier die restlichen Kartoffeln noch ins Feld zu bringen. Und es ist unglaublich. Aber wir haben es organisiert bekommen. Glücklicherweise mit insgesamt 3 LU-Mitarbeitern hier die Kartoffeln anzusehen. Ich weiß nicht, wie wir das wieder gemacht haben, aber es hat funktioniert und ich will mich auch gar nicht beschweren. Oder ich will auch gar nichts sagen, sag mal so, denn ich bin sehr, sehr froh, dass es so klappt. Gott, war nicht einfach, aber es funktioniert. 3 Vollernter oder beziehungsweise 3 Legemaschinen sind gerade hier im Einsatz und sehen die Kartoffeln. So. Herr Kleinsmann, kommen Sie denn klar mit dem Gerät? Ja, ich muss, das ist neumodische Westtechnik, da muss ich mich auch dran gewöhnen an die Scheiße, ja. Okay, ich verstehe das. Dann geben Sie doch mal einen Bus ab, ey. Ja, okay, alles klar. Ich will Sie da nicht, nervöser machen, wie Sie schon sind. Scheißding, ja. Senken und einfach starten, dann wäre das, macht recht. Ui. Scheiß GPS, der kennt mich doch nicht mit dem Milch. Das ist natürlich wild. Der Ferser? Aber Sie kriegen das schon eingerichtet, oder? Ja? Ich müsste mal wieder ein bisschen voll gemacht werden. Komme! Eieiei. Stopp, absenken die Scheiße. Also, Bodo? Ja? Es ist unfassbar, dass mir das LU einen Mitarbeiter schickt, der noch nie in seinem Scheißleben eine Kartoffelmaschine bedient hat. Ja, die Fachleute sind ja auf dem Feld. Ja. Kannst du mal ein bisschen hier seitlich ein bisschen schräg fahren? Dann kann ich das auch besser reinladen, du. Weißt du, da brauche ich nur mal so vor, zurück. Das geht ratzifatzi. So, rollt das Ding. Oh, nee. Sag nicht, ihr seht an. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Bitte? Herr Kleinsmann? Ja? Herr Kleinsmann? Herr Kleinsmann? Herr Kleinsmann? Bei Ihnen ist gerade irgendwie eine Herde Tiere im Funk gestorben. Naja, ich muss das Ding muss ich nochmal aufmachen, da ist glaube ich eine Platine, die muss ich mal frisch anlegen. Mhm, würde ich auch meinen. Ja, was haben Sie denn, Herr Gleitzmann? Ich wollte nur ein Bote sagen, ich sehe mit Spurenreiser, ne, wenn du mithörst, bitte. Ja, fahr doch einfach an der Spur und fertig ist der Lauch. Und unten fahrt im Kreis am besten, also quasi unten rüber auf die andere Seite hoch, dann oben wieder auf die andere Seite und wieder runter. Dann kommt ihr euch niemals in die Quere. Dann brauchst du so einen Schasch wie Spurreis auch nicht. Beste, was es gibt. Gute Fahrer brauchen auch kein GPS. Das stimmt. Nein, so ist es. Rein da hier mit dem guten Zeug hier. Bodo! Ja, muss ein bisschen heranfahren. Ist nicht gut? Sorry. Jetzt. Oh, jetzt nochmal. So, da läuft das rein. Sehr gut. Eieiei, ein Stress. Achso, ich muss auf dem Feld kaufen. Gut. Wird wild. Wisst ihr, was ich gekauft habe, Jungs? Dann sind Sie mich raten, bestimmt das größte Feld. Die 70. Ja. Da freuen wir uns schon. Geil, oder? Aber sagen Sie nicht, Sie wollen da auch irgendwann Kartoffeln drauf machen. Na klar. Oha. Alles Kartoffeln. Na, guck doch mal, wie geil das hier geklappt hat. So schnell hat noch keiner Kartoffeln angesehen. Kannst du mir sagen, was du willst? Ja, wenn man überlegt, dass unser Chef hier mit auf dem Feld rumfährt. Wie, euer Chef? Ja, welcher? Der Herr Krumbein. Der Herr Krumbein ist auf dem Feld und sieht Kartoffeln an? Ja, ja. Moment, den muss ich anrufen. Warten Sie mal. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Krumbein, Lohnunternehmen, wie kann ich Ihnen helfen? Herr Krumbein? Ich habe gerade gedacht, ich höre nicht richtig. Ihr Mitarbeiter, der Herr Krause, hat mir gerade erzählt, Sie sind bei mir auf dem Feld und sehen an. Ja, ich pflanze hier Kartoffeln. Herr Krumbein, es ist mir eine Ehre, dass der große LU-Meister höchstpersönlich zu mir aufs Feld kommt. Ja, wenn hier schon mal Kartoffeln gepflanzt werden, dann auch richtig, oder? Da sind Sie dabei, sagen Sie. Ja. Ja, das fühle ich, Herr Krumbein. Da muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Also hätte ich nicht gedacht von Ihnen. Dass Sie sich doch die Hände schmutzig machen in Ihrer Position. Naja, Krankenstand ist hoch, da muss man auch mal. Ist das so? Selber was machen. Ja. Ah, ist eine Katastrophe. Ja. So. Aber
Herr Ferser. Ja? Ich habe jetzt noch 32% drin. Ja. Wenn ich warten muss beim Auffüllen, ne? Ich habe gerade Ihren Kollegen aufgefüllt. Ja, also ich kann noch ein bisschen, aber wenn ich dann soweit bin, dann will ich auch, dass es flott geht. Da brauche ich keine Gedanken machen. Fragen Sie mal Ihre Kollegen. Ist alles reibungslos abgelaufen. Die sind hier im Dauerbetrieb. Aber soll ich Ihnen was sagen? So schnell hat noch nie einer auf die 68 Kartoffeln gesehen. Das sage ich Ihnen. Ja, das glaube ich auch. Wir haben ja auch viel Hilfe. Ist ja wieder Organisationstalent hier. Der absolute Wahnsinn. Habe ich ja. Aber, also können Sie mir sagen, was Sie wollen? Habe ich aber gut hingekriegt mit 3 LU-Helfern. Ja, das haben Sie gut gemacht. Ja, deswegen müssen die heute auch unbedingt noch rein. Das nützt alles nichts. Wir geben alles. Ja, ich weiß. Bin ich auch sehr zuversichtlich. Ich sehe schon, Sie ziehen hier eine Spur nach der anderen. Aber soll ich Ihnen mal was sagen? Ja. Der Herr Kleitzmann, ja? Da haben Sie mir jemand geschickt. Der hat in seinem ganzen Leben noch nie eine Kartoffellegemaschine bedient. Echt nicht? Also es ging schon beim Befüllen dieser Legemaschine los. Also erstmal ist er mit einer leeren gekommen. Ah, oh, okay. Ja. Es ist, ja. Gut, da wollte ich den befüllen, bis der die Kartoffellegemaschine in der Position hatte, dass ich den beladen kann. Ja. Da war schon wieder anderthalb Tage rum. Ja, gut. Und dann hat... Bis der die... Nee, ich musste das jetzt auch beobachten. Bis der die Kartoffellegemaschine am Feld ausge... Ach, fragen Sie nicht. Fragen Sie nicht. Also, es war spektakulär gerade. Da muss ich nochmal in seinen Lebenslauf gucken, was da so drin steht. Der hat auf jeden Fall nicht Landwirt gelernt. Der wird wahrscheinlich eher Bäcker sein oder sowas, denke ich mal. Ja, er kann ja auch Landwirt gelernt haben, wo es keine Kartoffeln gibt. Vielleicht ist er ja im... Kann natürlich sein, zu 100%, ja. Vielleicht definitiv. Ist er ja im Schneckenkorn streuen, Profi oder sowas. Ja. Oder vielleicht kann er besonders gut Erbsen ansehen oder so. Ja. Oder Erbsen pflücken. Einzeln. Mit der Hand. Man weiß es nicht. Na gut, Sie wissen Bescheid. Ich danke Ihnen vielmals, dass das hier so gut klappt und dass das so schnell geht. Jetzt kommt noch was richtig Witziges. Bitte lachen Sie mich nicht aus. Ich weiß, alle werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja? Ja. Aber es ist leider so, ich muss es tun. Ich will es nicht machen, aber ich muss es tun. Weil dieses unfassbar... durchdachte Spiel ist mir auferlegt, können wir walzen danach? Fragen Sie das bitte meinen Kollegen, ich kann das nicht über mein Herz bringen. Ich kann es eigentlich auch nicht übers Herz bringen. Ich weiß, dass jetzt auch einige an ihrem Tisch zu Hause zusammengebrochen sind. Aber was soll ich machen? Jetzt kommt er mir hier entgegen. Also den Gleitzmann müssen wir uns mal angucken. Also das ist so nicht. Oh, ist das eine Birne? Ist das eine Birne? Ich habe extra gerade eben im Funk durchgegeben. Im Kreis fahren. Was war das? Hallo? Ja, nee, ist gut, mein Handy hat geklingelt, ich habe weggedrückt. Oh, nee. Was macht der? Ich rede mal mit ihm kurz, Moment. Ja. Gut, alles klar, dann erstmal tschüssi, ne? Ja, tschüss. Ja. Herr Kleitzmann. Herr Kleitzmann, hallo? Ja? Herr Kleitzmann. Was ist nicht daran zu verstehen, im Kreis zu fahren? Bin ich doch? Wer fährt denn den 8R410? Na, das bin ich doch nicht, das ist doch Böde. Ich hab doch gesagt, das soll Böde sein. Fang doch den nächsten Bahn an. Böde, du musst unten auf die andere Seite rüber, immer im Kreis. Ihr fahrt euch doch entgegen gerade. Mein ja. Gott, ey, drei, wenn ihr rumhantieren, wird doch nicht. Na doch, das wird was, wenn man unten rübersetzt, hochfährt, rübersetzt, runterfährt, rübersetzt, hochfährt. Dann kommt man sich nicht einmal ins Gehege. Ja, machen wir gleich in der nächsten Bahn. Ja, Bodo, das Beste ist, du versetzt in der nächsten Bahn an und vorne an den Bögen. Das Beste ist, Bodo, du... Ja, jetzt fährt der andere auch wieder runter. Das Beste ist, du bretterst jetzt nach oben und fährst wieder runter. Nee, du fährst jetzt so oben, rechts, deinem Chef hinterher, nach unten. Verstehst du? Jo. So. Und du, wenn dein Chef unten ist, Ernst? Nee, du fährst dreh rum, Ernst. Du musst dem Bodo hinterher. Genau. Du fährst dem Bodo jetzt hinterher und dann setzt euer Chef drüben auf die andere Bahn. Dann setzt der Bodo auf die andere Bahn, dann du auf die. Und schon sind wir fertig mit dem Feld und keiner guckt sich ins Gehege. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Bin stolz auf euch, Jungs. Ernst? Oh.
Ich fass es nicht. Er hat es einfach wieder gemacht. Ernst? Oh. Ja? Ernst? Nimm bitte die, das Rudel Tiere aus deinem Funk. Ey, das ist ja nicht normal. So, jetzt klappt das. Ich weiß auch nicht, ob das eine Platine locker. Ja, bei dir ist wirklich eine Platine locker. Sag mal, kann das sein, dass du gar keine Kartoffeln gemacht hast in dem Betrieb, wo du damals gelernt hast? Ich hab in der Futterbaubrigade gearbeitet auf der LPG, Mensch. Ja, das merkt man. Na gut. Ich bin extra gefahren in Ladewagen und so einen ganzen Scheiß und hab Bein gepresst, aber doch nicht so einen Scheiß. Ja, jetzt hör auf, über die Kartoffeln so zu schimpfen. Die können jetzt auch nichts dafür. Ja? Ich war noch gar nicht in der Kartoffelpflanzbrigade eingeteilt. Ja, dann ist da aber schön, dass du auch mal deinen Horizont ein bisschen erweitern kannst, oder? Ja, aber doch nicht mit dem Westmüll. Ach, Ernst, gut, ich muss jetzt erstmal weitermachen, ne? Ja, mach ich merke schon. Da ist ein bisschen. Ja, gut, tschüss. So. Ja, meine Lieben, der Ernst, der kommt, glaube ich, aus einem anderen Jahrhundert. Alter Vater, ey. So, wir gehen jetzt aber direkt nochmal mit dem Dünger hier drüber. So, das sollte passen. Wir lassen den Frontlader jetzt auch erstmal dran. Und ich überlege gerade, warte mal, der andere hat, der 8S hat, glaube ich, auch einen Frontlader. Dann könnten wir den abstellen. Aber dann können wir den Anhänger nicht entladen. Stellen den Frontlader trotzdem ab. Kriegen wir nicht ab, wenn das Gewicht dran ist. Gut. Läuft auch wieder perfekt. So, die fahren jetzt nach oben. Ja, das müsste eigentlich hinhauen. Also, wir kriegen auf jeden Fall in der Folge die Kartoffeln fertig. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich glaube, ich werde das nicht walzen. Oh, wir haben gar nicht so viel Saatgut dabei. Ich glaube, ich werde das nicht walzen. Das Feld zu walzen ist völliger, ist der völlige Selbstmord, mal ganz ehrlich. Das können wir nicht machen. Ich glaube, das verzeiht ihr mir nie, wenn ich dieses Feld jetzt walze. Nee, machen wir auch nicht. So, guck mal. Ist es nicht perfekt? Dreh der eine nur noch unten einmal rum und dann haben wir es doch schon. So, dann können wir nämlich auch die Spritze noch losschicken. Und dann passt das. Sehr gut. So, warte mal, die Spritze können wir jetzt schon losschicken. Auf geht's. Ja, hallo? Herr Ferber, müssen wir noch mal auftanken oder reicht? Ich bin jetzt fast leer. Nee, müssen Sie nicht. Gut. Auf keinen Fall. Müssen Sie nicht, also das passt. Sie sind fast leer, Sie fahren vorne, ne? Ja. Nee, ich glaube, der kriegt komplett, naja, ein ganz mini kleiner Streifen bleibt stehen, aber das kann ja auch eine andere Runde ziehen. Alles klar. Na? Dann war mir ein Vergnügen, Herr Ferrer, ich bin dann erstmal wieder weg. Ey, es war mir selber ein absolutes Vergnügen, der absolute Hammer. Danke, dass das so geklappt hat und dass wir in die 68 so schnell die Kartoffeln reingebracht haben. Also wirklich der Hammer. Ja, jetzt habe ich aber nur einen Ertragsbonus von 98%. Was machen wir jetzt mit der Walze? Ach, komm, sehr Krummbein. Wir verzichten auf die 2%, oder? Also ich würde es nicht anordnen. Sowas mache ich nicht. Nee, Sie haben recht. Wir verzichten auf die 2%. Lassen wir es gut sein, oder? Ja. Ja. Gut. Dann danke ich Ihnen vielmals. Ich würde Ihnen das restliche Saatgut wieder nach unten bringen. Ja, gerne. Ist das in Ordnung? Ja. Kann ich das einfach in Silo schütten, ja? Ja, genau. Genau, dann schicke ich den schon mal los. Alles klar. Perfekt, ich danke Ihnen. Ne? Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ciao. Tschüss. So, geil. Jetzt geht's auch noch richtig mit Hardcore-Lex los hier. Warum das denn? War doch die ganze Zeit nicht. Ach, ich habe noch eine Idee. Und zwar der Händler. Oh. Rein hier. Hallo? Hallo Herr Wein, ich grüße Sie. Ich habe mehrere Stimmen im Kopf, hallo. Herr Blum? Ja? Ja, haben Sie sich jetzt in die Leitung gedrängelt, Herr Blum? Nee, ich war vor Ihnen rein. Das kann nicht sein. Ich habe den Herrn Wein zuerst gehört. Ist in Ordnung. Ich habe nur, pass auf, Herr Blum, bleiben Sie in der Leitung. Bleiben Sie dran. Nee, bleiben Sie mal hier, Herr Blum. Mein Kollege ist ja auch da. Können Sie bitte eine Palette, die habe ich mitten auf den Hof gestellt, bei der Fahrzeughalle. Können Sie die bitte abholen, könnten die zum LU liefern und sagen, als kleines Dankeschön für die klasse Arbeit, was die Kartoffeln betrifft? Bei sich auf dem Hof. Bei mir auf dem Hof, mitten auf dem Hof, sehen Sie, steht eine Palette. Transportarbeit macht ja eigentlich das LU, nicht wir. Ja, aber es ist eine Überraschung. Ach so, ja, da haben Sie recht. Aber es ist eine Überraschung fürs LU.
Jetzt weiß ich nicht, ob sie was vor unsere Kaffeekasse, ja, dann schicke ich meinen besten Angestellten los, der holt die da. Na, wenn ihr bester Angestellter besser ist wie der beste Angestellte vom LU, dann okay, können wir das so machen. Dann können wir gemeinsam feiern, das passt doch ganz gut. Ja, machen wir so. Also beim LU auf den Hof stellen und dann sollen die sich bei ihnen melden. Genau. Okay, klär ich so ab. Danke Ihnen. Ja, gerne. Ciao, ciao. So, perfekto. Guti, dann schauen wir mal, dass sie die letzte Bahn hier noch reinbringen. Jetzt wird es ein bisschen wild hier zum Schluss. Wenn ich hier zurückfahre. Müsste Herr Krause das eigentlich hinkriegen? Ja, hallo? Herr Ferdus und Sie's? Ja, ich bin's. Und zwar bin ich jetzt fertig mit der 68. Der Kollege macht noch gerade die restliche eine Bahn. Müssen wir noch irgendwo anders hin? Nein. Gut, alles klar. Weiß Bescheid. Alles klar, ich danke Ihnen vielmals. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. So, das müsste klappen mit dem Pflanzenschutz. Odo zieht die letzte Bahn. Der ist sogar ein bisschen schneller oder gleich schnell. Das passt. Odo, nicht anhalten, du wirst gejagt. Ja, sehe ich schon im Spiegel. Okay. Aber ich glaube, ich bin stärker. Ja, das mag sein. Eieiei, heute ist aber... Ich muss aufpassen, ich hatte gerade ganz kurz 3 Helfer beschäftigt. Das dürfen wir natürlich nicht machen. Hä, wieso ist denn der jetzt ausgeschaltet? Oh, der ist leer. Okay, dann ganz, ganz schnell zurück zum Hof. Der muss einmal vollgetankt werden. Und dann können wir den auch weiterfahren lassen. Oh, das wird auch knapp. Wird auch knapp mit dem Pflanzenschutz. Schauen wir mal. Sollte aber funktionieren. Jetzt wird es nochmal eng zum Schluss. Ich muss auf jeden Fall, bevor wir spulen, den Pflanzenschutz draufbringen. Da sind wir fast durch. Und den letzten Dünger auch noch draufbringen. Da sind wir auch noch fast durch. Oh, wir haben schon wieder... Den kann man selber. Okay, perfekt. Jetzt überholt er mich auch noch. Trotz frech hier. So. Einmal zum Lohnunternehmen zurück. Alles schön abladen. Oh, das leckt. Oh, da hinten diese Allee. Also muss ich schon sagen, das sieht schon wirklich toll aus. Das haben wir echt gut gebaut. Also an den Zuschauer, der mir diese tolle Idee gegeben hat, da oben eine Allee hinzubauen, muss ich wirklich sagen, hat richtig geschmeckt. Richtig gut. Ich hätte auch hier gleich reinfahren können. So. Das ist. Ja, moin. Genau. Genau. Ach, Leute. Das ist ein Traum, ey. Das ist ein Traum. Wir wissen aber auch nicht, woher es kommt, Leute. Wir wissen es nicht. Tut mir auch echt leid. Ich kann es euch leider nicht sagen, warum das teilweise so schlimm ist und teilweise ist es gar nicht. Dann ist es wieder schlimm, dann ist es wieder gar nicht. Ach, ich müsste doch was machen. Oh, das fällt mir auch gerade noch ein. Ganz schnell einmal. Wieso lädt denn der nicht ab? Jetzt. Wir laden den nur mal ganz schnell aus. Der lädt nochmal. Ach, der lädt auf der anderen Seite ab. Ich wäre hier wahnsinnig. Jetzt, ey, das ist abgeladen. Oh. Mensch, ey! Es tut mir echt leid, aber ich könnte abplatzen!
krieg ich wirklich schlechter. Das gibt's gar nicht. Es gibt es nicht. So, der lädt auch einmal ab. Der ist am Hof angekommen. Den müssen wir einmal schnell voll machen. Razzifazzi und dann direkt wieder runterschicken. Ich drück nichts und er fährt halt einfach rückwärts. Das ist ein Traum. So, sorry Leute, ich muss jetzt mal ganz kurz konzentrieren, dass wir jetzt den letzten Rest hier noch hinbekommen. Okay, und wieder zurück. Der schafft das, sehr gut. Das passt. Der fährt natürlich nicht. Das Spiel gibt's nicht. Ziel nicht erreichbar, ja. Du bist ein richtiger, also, ja. Bist ein richtig guter Traktor, bist du. Ein richtig guter Traktor. Richtig einer mit Klasse. Fällt mir gar nichts mehr zu ein, ey, ohne Witz. Fällt mir gar nichts mehr zu ein. So. ...1050. Wir müssen noch eine Sache schnell machen. Eine Sache müssen wir noch schnell machen. Warte, ich mach's anders. Jetzt haben alle schon Job geschrieben. Das Problem ist, jetzt kommen wir richtig, richtig heftig in Zugzwang. Ich will den Dünger noch drauf bringen, Leute. Der Dünger muss noch drauf. Bitte. Selber fahren. Der Dünger muss noch drauf. Konzentration, Manus. Bleib ruhig. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Dünger ist auf dem Weg nach unten. Pflanzenschutz ist fertig. Das passt auch soweit. Alles entspannt. Kein Problem. Einmal den Hof ein, treffen schön unsere Einfahrt. Das passt auch. Jawohl, haben wieder richtig dicke Lecks. Das ist super, fahren fast in unser angesehenes Feld rein. Bombe. Die Anhänger ab. So, fahren einmal hier schön entspannt über unseren Hof. Die Geräte dort stehen einfach auch noch im Weg. So, fahren wir einmal über den Hof. Ihr wisst gleich warum. Ihr wisst gleich warum ich das mache. Sieht auch schön aus, aber man sieht, wir brauchen deutlich mehr Laternen und Beleuchtung. Ja, haben wieder richtig schön Lecks. Das ist ein Traum. Danke dafür, Chance. Ich wirklich küsse euer Herz. Das ist richtig gut, ist das. Und guck mal hier. Da sind wir doch voll. Und jetzt nochmal mit Differenzialspannung. So. Okay. Das Ganze vor der Nacht noch. Perfekto, mit die Grazie. Der ist angekommen. So. Hat er noch Licht? 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 So, einmal fahren lassen, dann gehen wir mal hier ganz kurz auf gedüngt. Okay, da sind wir schon. Da ist es.
Wie haben wir getroffen? Ach gut, synchronisiert nicht ganz so schnell. Aber genau das sollte sich ja verbessern. Von daher sind wir da mal. Ist ja kein Problem. Was? Oh oh. Die Kartoffeln dann kriegen schon eine Wachstumsstufe. Wie krass schnell geht das denn bitte? Wow. Okay, meine Lieben, aber wir sind erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auf euch. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und in diesem Sinne, bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao.